Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rogue Company. Heute habe ich mal wieder ein bisschen was Entspannendes, denn die letzte Season ist vorbei und ich habe wieder ein paar Kisten angehäuft. Und ich habe dieses Mal aber ein bisschen was anders gemacht, denn anstatt mit der restlichen Reputation noch ein paar Agentenkisten zu kaufen, habe ich mir hier hinten bei den Outfit-Bestsellern, da habe ich mir einmal hier für Lancer den Abfahrt-Lancer-Skin geholt. Für 15.000 Reputationen, glaube ich. Oder 12.000. Nee, ich glaube 15.000 Reputationen. Ja, den Skin habe ich mir geholt und dann habe ich mir für 15.000 Reputation bei Phantom hier, Tarnanzug Phantom geholt. Und damit habe ich die letzten zwei Dornen beseitigt, denn die Feuer- und Eiskiste war auch wieder mal im Shop und die kann man sich nur für Roguebucks holen. Und eben dieser eine Lancer-Skin und der eine Phantom-Skin, die sind da auch drin und ich will aber keine Skins aus der Kiste ziehen, die ich für Roguebucks gekauft habe, wenn ich sie auch für Reputation haben kann. Dementsprechend habe ich mir die zwei Skins für Reputation geholt und somit habe ich mir für 400 Roguebucks den letzten Skin aus dieser Kiste geholt, der normalerweise, ich glaube, 900 Roguebucks gekostet hätte. Aber ja, wir haben ein paar Kisten und ich würde sagen, ich glaube nicht dran. Ganz ehrlich, ich glaube nicht dran, dass die überhaupt funktioniert, aber ich versuche es einmal. LOL! Es geht! Tip-Tap? Ha. Huh. Tip-Tap. Tip-Tap. Da. Ja. War jetzt nichts allzu Besonderes. Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir hier die Belohnungskisten zuerst. Von denen verspreche ich mir hier am wenigsten. Weil ich meine, bei der Eis- und Feuerkiste kriege ich safe einen Character-Skin raus. Bei den, wie heißt das, vergoldeter Diamant-Kisten, bei den Event-Pass-Kisten so, da kriege ich auch safe Character-Skins raus. Und hier, ja, hier kriege ich so ein Zeug raus. Öffnen wir noch eine. Ronin Gaiden. Ein Spray, 16 Bits. Jedes tödlicher als das vorherige. Das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich eines von den besseren Sprays, die man aus so einer Kiste ziehen kann. Das gefällt mir. Das werde ich, denke ich, auch auf Ronin ausrüsten. Aber naja, da sind wir wieder beim alten Thema. Es ist ein Spray. Wer nutzt Sprays? Auch wenn sie so fantastisch aussehen wie das hier, aber wer nutzt die Dinger? So, dann bekommen wir nochmal was Blaues. Fröhlicher Hacker, ein Spray. Für Glitch ist natürlich auch schön. W00T, ah, alles klar. Fröhlicher Hacker ist auch süß. Gefällt mir auch gut. Ist aber auch ein Spray. Keiner benutzt Sprays. Ja, da bekommen wir noch was Grünes. Gelbes Werkzeug, wenn er auf der Baustelle mal wieder etwas aus dem Weg geräumt werden muss. Ja.
Finde ich sehr, sehr unspektakulär. So, eine Kiste von denen haben wir noch. Und da ist sogar was Blaues drin. Salziger Regen. Manche bleiben im Trockenen und andere kriegen es voll ab. Ja. Die Farbe an sich mit diesem metallischen Look gefällt mir sehr gut. Die Animation von den Tropfen darauf, naja. Sagen wir so, es gibt Besseres, es gibt aber auch Schlechteres. Gut. Das waren die Belohnungskisten. Jetzt habe ich noch eine Feuer- und Eiskiste und 4 Eventpass-Kisten. Machen wir zuerst die Feuer- und Eiskiste auf. Ja, da bekomme ich auch einen blauen Skin raus. Frostboiler Scorch. Keine Sorge, ich will dich trotzdem noch brennen sehen. Alles klar. Ich finde den Skin super schön. Es ist ein richtig tolles, richtig tolle Antithese zum Standard Scorch Style insgesamt. Weil sie ist ja mehr so ein Feuer-Charakter und jetzt mit dem Eis-Skin. Das sieht richtig cool aus. Richtig schade wird es wahrscheinlich sein, wenn sie ihre Fähigkeit einsetzt und dann trotzdem Feuer kommt. Aber trotzdem finde ich, ist ein richtig schöner Skin. Richtig schönes Design. Und ich finde auch die kleinen Details richtig schön. So mit dem Arm, wie der auch so leicht blau leuchtet. Und oben an der rechten Schulter diese Plakette, die sie da hat, da ist eine Schneeflocke drauf. Normalerweise ist da, denke ich, Feuer drauf. Finde ich richtig cool. So, und jetzt bekommen wir noch weitere 4 Eventpass-Kisten. Was ich unbedingt haben will, ist ein Glitch-Skin. Vergoldeter Diamant-Glitch. Und ich bekomme vergoldeter Diamant-Duke, die da irgendwie sehr seltsam steht. Tja, hier ist die Duke im vergoldeter Diamant-Style. Ja, sieht ganz okay aus. Es ist... Bei diesen Skins habe ich ja oft das Problem, dass da zu viel Gold dabei ist. Bei dem Skin hier würde ich sagen, ist es sehr, sehr knapp an der Grenze, aber noch im okayen Bereich. Ja. Aber ist schön. Ich mag diese vergoldeten Diamant-Skins. Und die geben einem nochmal so ein bisschen was, worauf man grinden kann. Weil... Seht ihr das? Hier oben neben dem Avatarzeichen, da ist ein kleiner Kreis, der läuft. Wieso läuft da ein kleiner Kreis? Was ist da los? Wird Rhodey reingepatcht? Wäre mal richtig witzig, wenn die genau jetzt reingebracht wird. Ich meine, ihre Waffen sind ja schon im Spiel. Ich glaube, hier sieht man sie noch nicht. Nee. Aber so auf der Shooting Range oder sonst in den Runden, wenn man die SMGs auswechselt, dann sieht man unten schon ihre Waffen. Okay, und jetzt ist der kleine Kreis weg. Und ich habe nur noch 2 Kisten. Hatte ich gerade eben nicht noch 3? Wurde ich jetzt um einen vergoldeter Diamant-Skin gebracht? Ich hatte doch gerade noch 3. Ich hatte doch insgesamt hatte ich doch 4 von den vergoldeten Diamantkisten, oder? Wir haben eine geöffnet, da war Duke drin. Es gibt doch 4 von den Teilen in einem Eventpass, oder? Lass mich nochmal nachzählen. 1. 2. 3. 4. Es gibt 4 Eventpass-Kisten pro Eventpass. Aus dem letzten Eventpass bin ich mit 4 Kisten rausgegangen. Ich hatte 4 Kisten. Eine habe ich geöffnet. Da war der Juke-Skin drin. Bei der zweiten hatte ich eine Zeitüberschreitung, warum auch immer. Wurde ich jetzt hier um einen vergoldeter Diamant-Skin gebracht? Ich gehe meine Skins nach der Aufnahme durch. Wenn da irgendwo ein Skin ist, den wir noch nicht gesehen haben,
schalte ich die Aufnahme wieder ein und schneide es ins Video rein. Was ist jetzt los? Ja, die Kiste ließ, also die wollte jetzt für gut 10 Minuten nicht aufgehen. Dann habe ich Escape gedrückt und war wieder hier und auf einmal habe ich nur noch eine Kiste und ich bin mir nicht sicher, ob ich auch aus der anderen was rausbekommen habe. Das werden wir dann später überprüfen. Ich versuche jetzt hier noch die letzte Kiste zu öffnen. Bei der geht's. Juhu. Und ich bekomme Trench. Ja. Okay. Gut, dann, ja, war's das für heute, schätze ich. Wenn ich doch noch 2 vergoldete Diamantskins bekommen habe, werde ich das hier jetzt im Anschluss noch dran schneiden. Ansonsten vielen Dank fürs mit dabei sein. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. So. Part ist doch noch nicht aus. Denn ich bin jetzt alle Agenten durchgegangen. Und ich bin jetzt zu folgendem Schluss gekommen. Beim letzten Mal, in der letzten Season, also vor 2 Seasons, so meine ich das, vor 2 Seasons gab es zum ersten Mal diese vergoldeten Diamantskins. In der letzten Season habe ich 4 Eventpass-Kisten aufgemacht und jetzt hier in dieser Season habe ich auch 4 Eventpass-Kisten aufgemacht, jeweils von der vorherigen Season. So, aktuell gibt es zum dritten Mal die Eventpass-Kisten. Bei dem ersten Event Pass Kisten Opening habe ich folgendes rausbekommen: einen Switchblade Skin. Dann habe ich bekommen einen Vice Skin. Ich habe einen Saint Skin bekommen und ich habe den Shark Skin bekommen. Das war das erste Event Pass Kisten Opening. Und jetzt beim zweiten Event Pass Kisten Opening habe ich auch wieder 4 von diesen Skins bekommen. Ich habe den Duke Skin bekommen. Ich habe den Trench Skin bekommen. Ich habe den Phantom Skin bekommen. Das ist auch schon wieder fast zu viel Gold hier mit dem Skin, finde ich. Und ich habe den Dima Skin bekommen. Wo ist er? Da ist er. Hier gefällt mir auch die Maske richtig, richtig gut mit diesem Gold und Silber und den blau leuchtenden Augen. Sieht schon ganz nice aus. Hinten der Stern ist Gold, bei der Hose so ein bisschen was. Das ist ein gutes Verhältnis zwischen Silber, Gold und diesem animierten Muster. Das finde ich perfekt. Und die Maske sieht mega awesome aus. Auch mit dem Licht, wie das hier so drauf scheint. So. Damit habe ich 8 vergoldeter Diamantskins. In der aktuellen Season gibt es wieder 4 Kisten. 4 Event-Kisten. Aus denen ich die nächsten 4 Skins ziehen werde. Und bis dahin, macht's gut. Bleibt dran. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Ciao.